Mein Name ist Hatijella, ich bin 24 Jahre alt, studiere Sozial- und Kulturwissenschaften. Ich bin in Duisburg aufgewachsen und möchte euch jetzt meinen Marc so vorstellen. Für viele gilt, magst du als ein No-Go-Area. Für mich ist das meine geliebte Heimat. Ich will zeigen, was ein Mädchen aus Marx so alles schaffen kann. Hier ist meine Grundschule. Die Schule hat mir den Hauptschulabschluss nicht zugetraut. Ich habe mein Abitur nachgeholt. Heute studiere ich. Ich war einer der ersten Fußballspielerinnen hier aus Marxloh. Fußball war schon immer meine erste große Liebe. Schon immer. Zuerst habe ich halt bei uns auf dem Hof gekickt, dann kam ich hier hin, ganz früh und habe dann halt hier sofort einen Platz bekommen. Ich wurde sofort akzeptiert und selbst also das erste Mal, dass ich hier Anerkennung gefunden habe. Davor hieß es, eine Frau, also ein Mädchen kann kein Fußball spielen oder was hat Hatice an und warum hat sie gerade diese Schuhe an und warum keine Stöckerschuhe oder warum keine Ballerinas. Hatice kann sehr gut Fußball spielen und wenn ich ein bisschen älter bin, möchte ich genauso gut Fußball spielen können wie sie. Und deswegen nehme ich sie auch als Vorbild beim Fußball. Dankeschön, das wird immer schöner. Viele kamen da halt so richtig hübsch hin mit dem Kopftuch, mit dem Koran. Hatte meine Sportsachen mit, weil ich direkt am Anschluss ein Spiel hier hatte. Und in den Pausen habe ich halt gekickt mit den Jungs zusammen. Da meinte die eine Imamin, beziehungsweise die Hodja, meinte dann zu mir, Hatice, es reicht mit deinem Fußball, ne? Wenn du noch einmal deinen Fußball bringst, dann bekommst du halt Ärger. Kannst dich ja noch erinnern. Ja. Okay, hier habe ich eine Notiz für dich damals verfasst, was drauf steht. Wenn du heute nicht zu meinem Fußballspiel kommst, dann werde ich dir später meine Kinder bzw. deine Enkel nicht zeigen. Genau, liebe Grüße, Tekesh Junior. Ja. Wie fandest du das? Sen bunu nasıl buldun? Bunu okudun. Ama o zaman bunu okudum, o kadar hoşuma gitti ki. O kadar hoşuma gitti. Dedim, dur ben bunu saklayayım. Ben bunu, hayır, bunu yazdım ben sana. Ben bunu sana yazdım. Evet. Sana ben maç sahasında ben galerideydim. Hı-hı. Sonra sen de ben sana, sen bana böyle yaptın. Ben sana böyle yaptım. Evet. Hayatın önce. İşte hı-hı, senin için nasıldı? Çok güzeldi. Oraya gitmek heyecanlı mı gitmiştin oraya? Ben oraya vardım zaten heyecanlanıyorum. Niye heyecanlanıyordun? Benim kızım çok güzel oynadı ya. Ya. Yani bir de o kaleden şey diyor ya, böyle atlıyor ya. Turnalı. Hem kaleciydin hem oyuncuydun aşkım. Beni şimdi nasıl anlatabilirsin? Senin her şeyi başaracağına ben eminim yani. Ben başarılı mıyım? Evet. Her şeyde başar. Hele de bir de bana destek olunca. Koteyi kavuş. Ist schon gut. Ah, es hat schon meine Haare. Ve hiç insanlar sana diyor mu böyle ya senin kızın çok kısa giyiyor ve... Benim kızım kısa giyiyorsa oturduğu yeri de bilir, kalktığı yeri de bilir, gittiği yeri de bilir. Ama ben hiç bir zaman habersiz bir yere gitmez. Ne yaptığını benimle paylaşır her zaman. Ya. Ben herkes kendisine baksın anneciğim. Ben kızımı biliyor mu? Biliyorum. Tamam mı? Ben kızımdan, ilk önce ben eminim kızımdan ne yaptığından. Bana haber verdiğim müddetçe Allah'tan başka kimse şey yapamaz yani. Yani. Karışamaz. En zor anlar senin için neydi benimle alakalı? Seninle alakalı en çok anlar. En zor London ya. Okulların. Hı? Okula mesela öğretmenin toplantısı oluyor. Çocuklar anlatıyorlar ya, hı, durumu böyle böyle. O anda benim Almancam yok. Hı? Onların çok zor oldu. Hı? Mesela ben Almanca anlamıyorum ya. Onu ister istemez anlasam da anlamasam da gidiyordum. Sen bir zaman düşünebilir misin bir zaman Türkiye'de yaşayacağımı? Düşünebilir misin ben Türkiye'de yaşayabilirim diye? Hayır. Babam. Çünkü sen burada doğmuyorsun. Buranın gidişatına alışkınsın. Hı. Sen burada büyüdün, burada burada büyüdüm, burada okudum, burada her şeyin mesleğini eline aldın. Sen buraya alışkınsın.
Ne buraya aitim? Yani buraya aitim. Türkiye gidip gezebilirsin yani. Ama senin ana vatanın burası. Der Lions Club. Der Lions Club ist mir schon sehr wichtig. Ich bin hier halt in der Jugendorganisation, bin Passpräsidentin gerade und Schatzmeisterin. Mir ist total wichtig, dass wir halt gerade als junge Menschen dem Stadtteil halt etwas zurückgeben und Menschen unterstützen. Deswegen haben wir auch die Einstellung We Serve, wir dienen. Und das machen wir auch, das setzen wir auch gut um. Na, wie war denn der Samstag? Super. Ja? Ich war so begeistert, dass ich jetzt zu den Lions wechseln möchte. Ah. Das ist aber schön, das freut mich. Ja. Mein Mann und ich, wir haben jetzt schon 25 Jahre Lions-Arbeit hinter uns und wir haben selten erlebt, wie sich ein Mensch so verändert und auch so einbringt. Also wirklich nicht nur bei den Leos so einbringt, sondern auch bei den Lions mit einbringt. Du warst immer präsent und du bist eigentlich geboren für diese Position. Du bist die Clubgründerin. Eine Frau, Annegret ist die Präsidentin, ja. Auch eine Frau. Ich war dann zu dem Zeitpunkt auch die Präsidentin im Club, dass wir halt starke Frauen haben. Ich habe ja halt sehr viel mit Chancengleichheit kämpfen müssen. Ich habe das ja selber erkämpft, Chancengleichheit und Gleichberechtigung, gerade als Frau. Und ich möchte halt sehr vielen aus Marx oder auch aus anderen Städten oder Stadtteilen das Gefühl geben, die schaffen das auch. Dass ich ein Vorbild werde. Also Vorbild für die Mädchen, für die Frauen, die halt, immer wenn die halt irgendwie verzweifelt sind, dass sie halt daran glauben können, so okay, das ist halt nur für eine kurze Phase, aber im Endeffekt kann man das noch halt schön meistern.